So, jetzt ist auch Goodbye in Position und jetzt warten wir noch auf Cash the Check, den Favoriten der Prüfung. Und jetzt wollen wir hoffen, dass gleich alles glatt geht. Und Cash the Check kommt jetzt in Position. Alle Startler und Boxen auf zum 9. Rennen, den Preis der Wobau-Wolfenbütteler Baugesellschaft. 2400 Meter die Distanz. Und das Feld kommt aus dem Göttinger Roder Bogen gleich das erste Mal in den Einlauf. Fumarola an der Innenseite, außen dann Goodbye zwischen beiden Pferden. Da galoppiert dann eben oder galoppiert eben auch Fumarole, aber an die Spitze setzt sich Power General. Power General an der Innenseite mit der Spitze, dahinter sieht man dann Goodbye, der präsentiert sich doch sehr gehfreudig, sehr heftig. Dahinter an der Außenseite dann Cash the Check vor Fumarole und dann Wirbelwind am Ende des Feldes, schöne Aussicht. Es geht jetzt das erste Mal am Zielspiegel vorbei und in den ersten Bogen hinein. Power General mit dem Kommando, Cash the Check jetzt an der Außenseite in zweiter Position, knapp vor Goodbye. Dahinter dann Fumarole vor Wirbelwind und schöne Aussicht. So gehen die Pferde jetzt gleich bergan in Richtung Gegenseite. Power General mit einem Vorteil von knapp einer Länge. Dahinter Cash the Shack mit Goodbye. An der Außenseite Fumarole mit schöner Aussicht und Wirbelwind hat Anschluss. In kompakter Formation, die Pferde gleich in der Gegenseite. Power General jetzt mit gut einer Länge vor Cash the Shack. Da bleibt alles beim Alten. An der Innenseite Goodbye. Außen dann Fumarole, dann Wirbelwind und an der Innenseite schöne Aussicht. Jetzt sind die Pferde wieder bergab unterwegs. Power General weiter vorne mit Concetto San Angelo. Dahinter dann an der Außenseite jetzt um Positionsverbesserung bemüht ist Cash the Shack. Dann sieht man weiter innen auch Goodbye, aber bis zum Pfosten sind es jetzt noch etwa 600 Meter. Unter der Führung von Power General geht es in den Schlussbogen hinein. Schöne Aussicht, kommt vom letzten Platz durch den Kurvenvorteil jetzt mit in vorderste Linie. Goodbye, lässt sich anschieben, lässt sich anfassen von Enki Gambart. Und dahinter dann an der Innenseite, da ist dicht auf dann auch noch Fumarole. Und so geht es jetzt um den letzten Knick. Schöne Aussicht jetzt vorne auf den letzten 350 Meter. Schöne Aussicht vor Ihnen, Fumarole, dahinter dann Goodbye, schöne Aussicht, Fumarole an der Innenseite startet den Angriff, Fumarole an der Innenseite mit schöner Aussicht und Fumarole, schöne Aussicht, Fumarole an der Außenseite, Goodbye, schöne Aussicht mit Fumarole, Fumarole, Fumarole mit schöner Aussicht, Fumarole, schöne Aussicht, Fumarole, schöne Aussicht, Fumarole gewinnt vor schöner Aussicht, dahinter dann Goodbye und dahinter dann Wirbelwind mit Power General und dann Catch the Shack. Der vorläufige Einlauf im 9. Rennen, den Preis der Wobau-Wolfenbütteler Bau. Konrad Werner Wille Memorial. Ausgleich 2 über 2000 Meter. Dotiert mit 10.000 Euro. Ja, da gibt es so ein bisschen zwei Pferde, die schauen so ein bisschen raus. Das sind die 2 und die 1. Die 2 Wildfang im Besitz von Frau Dr. Dr. Otto aus Hannover. Trainiert von Hans-Jürgen Gröschel in Langenhagen. Und geritten wird das Pferd von Philipp Minarik. Das Pferd hat noch nicht viel falsch gemacht in seinem Leben, außer beim Debüt, da war es geschlagen, aber danach Zweiter und dann zweimal sehr, sehr eindrucksvoll gewonnen. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum das hier nicht weitergehen sollte. Hauptgegner dürfte die 1 sein, Pour le Coeur aus dem Stall von Andreas Wöhler. Eddie Pedrosa reitet das Pferd, war in Hamburg etwas unglücklich Fünfter.
in dieser Klasse auf gutem Boden und ganz, ganz nah beim Ende. Und in dieser Form ist das Pferd hier absoluter Endkampfkandidat. In diesem Rennen war auch die 5 Larea. Anderer stark gereitetes Pferd. Ich würde mal meinen, aber das nur am Rande, dass für Larea es besser gewesen wäre. Es hätte nicht geregnet. Ich glaube, das Pferd ist auf gutem Boden vielleicht noch einen Tick besser als auf weichem Boden. Werden wir aber gleich sehen. Ja, und alle anderen sind mehr als nur Statisten in diesem Rennen. Da fällt die Wahl für den dritten Platz. Ist so ein bisschen Geschmackssache. Also ich lehne mich mal raus.